Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier heute in Mariensiel am Jade-Weser-Airport und heute finden hier die Jade-Weser-Airport-Days statt. Das ist ja so ein Tag des offenen Flugplatzes und Jürgen und ich sind hier heute hergefahren und wollen uns das mal eben angucken, was hier denn so alles passiert. Der Bürgermeister der Gemeinde Sandel hält hier gerade die Eröffnungsansprache. Jetzt spricht gerade der Wirtschaftsminister Olaf Lies. Jetzt spricht auch noch ein paar Worte der Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven, Herr Wagner. So, ein weiteres Grußwort spricht gerade der Landrat Sven Ambrosi. Jetzt sind wir hier beim Gruppenfoto für die geladenen Gäste. Jade-Weser Airport Days, seit wann gibt es das, Frank? Zum ersten Mal tatsächlich in dieser Form. Es gab ein kleineres Flugplatzfest Anfang der 2000er Jahre, auch mit vielen tollen Sachen. Dieses Mal ist es noch ein Stück weit größer, über 2 Tage mit vielen spektakulären Flugvorführungen, also tatsächlich zum ersten Mal diese Art. Wie viele Flugzeuge sind hier jetzt zurzeit oder wird noch was erwartet? Weitestgehend sind diejenigen da, die am Programm teilnehmen. Es sind ungefähr 40 Maschinen, die am Programm teilnehmen, mit denen man allerdings auch Rundflüge machen kann. Teilweise sind sie zum Anschauen da, aber wenn man sich einmal so in der Runde umschaut, dann ist das schon eine ganz tolle Sache. Man darf nicht vergessen, die Damen und Herren, die kommen, werden auch eingekauft und am Ende des Tages ist das Geld dann doch irgendwo am Ende. Frank, vom kleinen Flughafen angefangen zum Jade-Weser Airport. Wie viel Flugbewegung gibt es hier? Wir hatten im letzten Jahr über 40.000 Flugbewegungen. Natürlich stark auch Viking-orientiert durch die Fliegerei, Viking, Seelotsen, Versetzdienst, aber vor allen Dingen Offshore-Windindustrie. Das wird in diesem Jahr wieder etwas weniger, weil Viking durch die Entwicklung der Offshore-Windindustrie nicht ganz so viel von hier fliegt, sondern eher von der Küste aus fliegt, aus Kostengründen. Nein, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir gewinnen immer neue Kunden. Wir kriegen immer mehr Leute, die sich interessieren, bei uns in die Hallen zu stellen. Ich glaube, wir werden das auf einem guten Niveau stabilisieren. Wir sind hier jetzt bei so einem Oldtimer von der Flugwerft in Schleißheim. Das ist das Deutsche Museum. Und dieses Flugzeug hat fast dasselbe Alter wie unser Kameramann. Aber er ist selber noch nicht gar nicht so 80 Jahre. Der fühlt sich auch gar nicht wie 80 Jahre und ist auch kein Oldtimer. Ja, hier auf dem Flughafen trifft man natürlich auch interessante Menschen. Neben mir steht gerade Günter Magnus. Günter, du bist selber auch am Fliegen. Wie lange machst du das schon? Seit 1975. Und immer noch aktiv dabei. Du hast deine eigene Maschine hier? Nicht mehr. Die ist damals zwischen Hale und Wangerooge beim Seehundezählen im Watt durch eine Unachtsamkeit gelandet. Aber nicht ich, sondern ein anderer Pilot. Okay. Also steigst du heute noch in die Luft? Ja, ich fahre noch. Ich fliege die sogenannten Clubmaschinen bei uns. Ja, und die fliege ich noch. Ja, genau. Vielen Dank eben für das kurze Interview. Schön, dass du hier bist und immer noch der Fliegerei verbunden bist. Dir alles Gute. Danke. Müssen sich das genau vorstellen. Der Mann ist schon 82 Jahre alt und betreibt immer noch die Fliegerei und will seinen Flugschein, seine Fluglizenz jetzt am 29. September noch einmal wieder verlängern. Neben mir steht Bernd Axenbeck, Besitzer dieses edlen Flugteiles hier. Sieht ein bisschen alt aus. Wie alt ist es wirklich? Es ist Baujahr 61. Es ist also jünger, als wie es aussieht. Allerdings ist der Motor Baujahr 42. Der ist dann wirklich so alt, wie er aussieht. War das ein normales Verkehrsflugmittel, also ich sag mal, um irgendwas zu transportieren oder was ist das für eine Maschine? Das ist eine französische Militärmaschine, es ist ein Verbindungs- und Transportflugzeug. Es wurde also eingesetzt dann quasi als Lufttaxi, dann halt eben um irgendwelche Generäle, Offiziere von A nach B zu befördern, dann halt eben aber auch als Transportflugzeug, Erdkampfflugzeug, Sanitätsflugzeug und Aufklärungsflugzeug. Wollen Sie heute noch in die Luft? Das hoffe ich schwer. Ich hoffe auf Gäste und wir bieten hier Rundflüge an. Und wenn wir immer 5 Leute voll haben, dann gehen wir in die Luft. Wir waren gerade im Tower drin, da ist natürlich absoluter Sicherheitsbereich. Da können wir auch kein interviewen, da können wir auch nicht schnacken, weil die Leute da hochkonzentriert arbeiten, weil hier ist jede Menge Flugbetrieb. Und darum haben wir uns jetzt eben auf die Außenbalustrade gestellt vom Tower und können das Spektakel von hier oben dann natürlich auch ganz gut beobachten. Da drüben haben wir einmal Wilhelm Tank, das ist, hat was mit Flugzeugtechnik zu tun. Die haben 40 Jahre heute bestehen. Und hier haben wir nochmal einen wunderbaren Blick auch Richtung Helikopter Wikinger, die ja die Seelotsen versetzen hier. Und natürlich einen wunderbaren Blick auf das Rollfeld und auf die wunderbaren alten Maschinen, also wie auch auf die neuen Maschinen. So, wir sind jetzt in so einer kleinen Halle an so einem kleinen Flugzeug hier. Neben mir steht Michel Theilen.
Michael, was ist deine Aufgabe hier bei den Jade Weserport Days? Ich bin heute als Ordner hier mit vertreten, unterstütze die Veranstalter dabei, Sachen zu koordinieren. Bei Fragen stehe ich immer gern zur Seite und versuche allen einen möglichst schönen Tag oder möglichst schöne Tage zu bereiten. Selber schon geflogen oder hast du irgendwas mit der Fliegerei zu tun? Ja, ich bin selber Mitglied in der Jugendgruppe der Motorfluggruppe Wilhelmshaven-Friesland seit einigen Jahren. Ganz fleißig aktiv bei allen Aktionen, die so stattfinden, von unserem bekannten Muttertagsfliegen bis Ausflügen, immer gern und fleißig dabei. Ja, eine gute Sache. Also Motor, Sportclub, Jugendgruppe oder was hast du gerade gesagt? Motorfluggruppe Wilhelmshaven. Ah ja, okay. Also auch die jungen Leute interessieren sich natürlich für die Fliegerei. Finde ich auch total in Ordnung. Steuerknüppel schon selber in Hand gehabt? Ja, doch. Auch schon. Ich bin derzeit fleißig am Sparen, mir selber den Traum vom Fliegen zu ermöglichen und blicke auch in die Zukunft ganz zuversichtlich, da das noch weiter zu machen. Ganz unter uns, was kostet so ein Flugschein? Das kommt immer ganz drauf an. Also bis 6.000, 8.000, 10.000, je nachdem wie viele Stunden man braucht, was man genau machen will. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Das, was wir jetzt machen, ist VFR-Fliegen, also Visual Flight Rules. Wir fliegen nach Sicht, Kleinflugzeug, dann gibt es die Instrumentenflugregeln, das ist IFR. Da funktioniert das Ganze über die Bordinstrumente. Und je nachdem, was man da machen will, das steigert sich dann. Ja gut, okay, dann mach das gut und seh zu, dass du den Schein also in die Hosentasche bekommst. Wirst du schon irgendwie hinkriegen. Super, Dankeschön. Jo. Gibt es Wiederholung für dieses Fest? Wenn es am Ende gelungen ist und alle damit zufrieden waren, wenn auch Gäste kommen über die 2 Tage, wir erwarten hoffentlich 5.000 zahlende Zuschauer. Das wäre schon ein schöner Erfolg, wollen wir es alle 3 Jahre machen. Wunderbar. Ja, Frank, du hast noch jede Menge zu tun. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag und dass das hier alles wunderbar und vorsichtig und abläuft. Ja, euch vielen Dank, dass ihr da seid und auch ganz viel Spaß.